Gehen wir los? 7.02 Uhr. Okay. Mitkommen. Na, du nicht. Du bist die Einzige. Du bist die Einzige, die kommt. Ja. Jo. Ja. Jo. Ja. Nee, hier, ich hab den Grünen gefunden. Oh, wirklich? Ja. Oh. Nein. Nein. Nee, ihr sollt jetzt gehen. Du Reke. Warum ist er nicht nur so blind? Los, jetzt. Jetzt kommen wir. Dann bis gleich. Habt ihr gestern Abend alles nicht mehr geschafft hier? Oh, ich war so müde. Jetzt habe ich den Salat. Muss ich das heute Morgen machen. Und zwar innerhalb von 35 Minuten einen Vlog schneiden. Ah, mal gucken, ob ich das schaffe. Um Himmels Willen. 35 Minuten sind echt wenig Zeit. Durchgerockt und wir haben es 8.59 Uhr. Oh. Ich hoffe, der Vlog ist was für euch. Voll durchgepitcht, ey, in einer halben Stunde. Oh. 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 Vlog 10.32 ist der rasant geschnittene. Oh. Allerdings war nur Filmmaterial von 2,5-3 Stunden. Da muss man auch dazu sagen. Ansonsten, das Tempo kann man ohne lange durchhalten. Gut, ich gehe jetzt in den Keller. Es ist nämlich 9 Uhr jetzt. 9 Uhr. Und ich habe Termine. Da kommen schon die ersten Kunden. Ist das ein Stress? Es geht morgens 6 Uhr los. Und heute Abend um 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, manchmal 3 Uhr auf. Na dann, gucken wir mal. Gott sei Dank ist noch keiner da. Erstmal in Ruhe aufschließen. So. Jetzt aber. Licht aus, Ort an. Dann legen wir mal los. Ausräumen, wie immer, aufmachen und loslegen. Da wartet schon das erste Rad hier, weil ich ganz vergessen. Das war jetzt zur Nacht noch gekommen, also kurz vor Feierabend. Hier müssen wir Tretlager ausbauen, das besser rausnehmen und die Tretkurbel richtig aufbauen. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Hier, die sind da nämlich abgetreten. Ja. Ich hoffe, dass die Winde ist noch okay hier. Nicht, dass wir da hier eine neue Tretkurbel brauchen. Habe ich ihm gesagt, probiere ich. Mehr kann ich gar nicht machen. Probieren nicht über studieren. Schauen wir uns gleich an, gemeinsam. Die Achse habe ich gerade hier rausgeholt. Ich fürchte, die Spacer sind zu viel hier drin. Gucken wir mal.
ist ja bescheiden, ey. Das ist für mich nicht original. Vermutlich braucht er eine längere Achslänge oder so, weil... Das kann aber nicht passen, oder? Nicht so dumm. Da ich viel zu tun. Viel zu tun. Oh, furchtbar. Viel zu viel. So, jetzt baue ich mal den Quirl um, dass er an eine normale Bohrmaschine passt. Jetzt brauche ich natürlich die Bohrmaschine dafür. So, jetzt habe ich ein Rad, was ich neulich umgebaut habe. Hat der Kunde mir jetzt geschenkt, weil ich ihn noch aufmerksam gemacht habe, dass die Gabel unangestaucht ist, und er meinte, oh nein, dann wird ihm das alles zu teuer und er möchte das nicht investieren und würde ich ihm auch nicht empfehlen. Das ist wirklich ein altes Rad. Das schrotte ich jetzt, nehme ich auseinander. Seid damit dabei. Okay, dann müsst ihr es. Yay! So, eine Reparatur. Eine kleine Reparatur, siehst du? Kleine Reparatur, kleiner Reifen. Tobi, darf ich da mal gucken? Na klar, darfst du. Wenn du keine Angst hast vor Kameras, nee. die Luft ja hier. Wir haben auch den Zügelstuhl, da kannst du ja gerne hinsetzen. Ja. Ja, wer ist das nicht? Unordentlich, voll und. Und tausend Sachen, die wir machen. Wir noch ein bisschen Beton auf dem Hof machen wir ja auch noch, das hat noch eine Zeit. Weil das immer noch nicht so richtig Form annimmt. Aber das mache ich ja halt nebenbei noch. Ja, platter Reifen, was ist jetzt gemacht? Vorne. Oder was? Einmal Fahrradladen hat das schon mal gemacht. Und jetzt ist er wieder einen Tag später platt. Ja. Und eigentlich ist das ja kein großes Ding. Aber das sind die kleinen Dinger, von denen ich im Moment lebe, weil hier kommt keiner. Siehst du, das ist total ruhig. Normalerweise hast du nicht die Zeit zu quatschen oder so, dann kommen irgendwie, stehen 3-4 Leute draußen. Also so in normalen Zeiten. Das war aber schon lange nicht mehr, also die letzten Jahre hat schon abgenommen her. Also jetzt nicht durch Corona oder so? Durch Corona nochmal ein bisschen mehr natürlich, oder? Ja. Die ganzen Touris weg. Die Straße ist leer, das ist ja nichts. Normalerweise ist eine Wimmel hier, das ist ja richtig Szene hier gerade. Auch nochmal so ein paar Anwohner. Kannst du wirklich alles machen? Ich gebe mir Mühe. Ich kann nicht alles, überhaupt nicht, aber ich mache halt. Ich probiere einfach alles. Ist ja mal so, an älteren Fahrrädern zu schrauben, ich habe das mal probiert. Also, man verzweifelt doch manchmal schon auf. Ist ja Schlauch weg. Reifen weg, nicht mehr drüber nachdenken. Wa? Wir waren jetzt ein neuer. Jetzt ein neuer Reifen rufen, und daher weißt du, dass du wieder da bist.
Das weiß ich, halt im Kopf. Muss seinen Bestand so im Kopf haben, so ein bisschen. Außer Achim hat natürlich irgendwann mal einen ausgegeben. Das ist mir jetzt mit dem Schloss passiert neulich. Er hat ein Schloss verkauft. Wohl, angeblich, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht mit ihm gesprochen. Und ich habe der Kundin oben ein Schloss versprochen. Hier runter hat den Schloss mehr. Oh. Scheiße. Da musst du mir lachen, wie der Reifen hier platzt, der Schlauch. Bei Achim, da habe ich gut drin geschnitten, oder? Ich sag so an, der kommt mal da unten, der kommt raus, der Schlauch. Hat der nicht gesehen? Hat der voll schlampig drüber? Also der hat das ja hier so gehabt. Das ist so, warum sieht der? Und ich hab das beim Schneiden gedacht, warum sieht denn der das nicht? Was ist denn? Blind oder was? Dann packt er das Ding drin. Das tut mir leid, das davon, ich bist du drin. Das ist mir aber auch schon passiert. Das ist alles schon vollkommen. Jetzt guck mal, ich müsste noch genau zwei Schläuche da haben, nur noch. Das ist echt Mangel gerade und einen Reifen. Gucken wir mal. Ja. Geil. Habt ihr das jetzt mit? Nee, aber ohne Hemmung hat gleich ausgebaut. Schön, die Kamera da hinten? Ja, das ist mir egal. Wie lange guckt ihr schon? Ich glaube, das ist zu kurz. Ich bin einmal verzweifelt, selber an dieser Veranstaltung und habe nichts gefunden bei YouTube und ist dann von mir. Unter dem Problem. Also, wir haben andere Sachen gehabt. Und wir sind total schnell verstanden. Ja. So ist es. So ist es. Aber die Öffnungszeiten, die bleiben gleich, ja? Von 9 bis 21. 9 bis 21 Uhr, ja. Damit kommt. Viel zu lange, okay. Also Familie hast du, das ist eigentlich zu lange. Mhm. Aber gut zu machen. Muss man ja. Umso weniger kommt, umso länger muss es aufmachen. Wird es wieder mehr? Weiß ich nicht. Wenn sich das mal normalisiert hier oder so, ist ja auch viel Konkurrenz jetzt gekommen. Ne? Mhm. Hat keiner so lange offen oder so. Und diese Art von schneller Reparaturen, also das macht ja keiner. Das macht keiner eigentlich. Ja, das ist ja, wenn du dann anrufst, das ist ja wie in Potsdam, die sagen, ja, bringen sie vorbei, können sie über morgen abholen. Und auch so von den Preisen ab und zu, hast du ja mal was gesagt, das ist ja total lächerlich. Also, ja. Da wo ich herkomme in Potsdam, erstmal 65 Euro für das annehmen. Weil das ist ja schon die Stunde, die sie nehmen. Das sind hier jetzt 38 Euro mit Material, mit Schlauch. Die 10er ist die Arbeit. Das ist eigentlich top. Ja. Aber. Ja. Und die Kamera, die hast du, die steht immer da. Da ist da oben, jetzt hier. Das ist die aktuelle Kamera. Ja, die ist, der kann nicht in der Stunde aufholen, der freut sich. Ja. Aber du behältst dich jetzt alles noch so mit Videos oder. Wie meinst du? Na, also jetzt mit den Reparaturen, Verkaufen und alles. Geht so weiter, wa? Also ich weiß ja nicht, keine Ahnung, muss ich sehen, was so kommt. Wie sieht das? Macht der Kinder so? Nee. Weil das Format ist ja auch zu uninteressant für die meisten. Sagen wir mal, von 10 Leuten eben 2 finden es richtig geil. Weil sie irgendwie dahinter gucken, hinter das Ganze, weil es einfach mal so ist, wie das Leben so ist. Ja. Aber es ist halt für die Masse, ist es eben nichts. Muss man gucken. Ich bin halt nicht trendy oder so, weißt du? Ich bin nicht irgendwie so ein jungscher Typ oder so, der irgendwie so, und die Videos sind nicht so trendy geschnitten, so kurz, zack, zack, zack. Das habe ich ja auch mal mit 2, 3 Videos gemacht. Mhm. Aber es ist viel zu anstrengend. Da sitzt du ewig dran und dann hast du 5 Minuten und so. Ach, weiß ich nicht, das ist nicht meins. Und zeigt auch nicht natürlich so, wie das. Die authentisch. Das muss man halt wissen, ob man das will oder was anderes. Okay. Du bist jetzt aus Potsdam hergekommen, ne? Ja. Wir waren letztes Mal schon mal hier, aber. Ach schon. Da hat mich dann nicht so getraut. Ne, ich glaube, da bist du nicht da.
Ich sage, nee, komm, fahr mal weiter. Ja. Da wollte ich jetzt erstmal von außen so. Nee, direkt aus Potsdam. Jeden ja, Tag warte ich auf Videos. Also. Das ist ja süß. Also selber Straumann-Fahrräder mache ich auch, aber mehr so an E-Bikes. Also. Ja, machst du das da, was ich nicht mache. Der Keller, diese. Weißt du gleich, dass hier noch viel mehr zu tun ist an dem was? Das fängt immer gut, das sprichst du immer an immer in den anderen Videos. Ja, hier, also, Gabel locker. Guckst über den Teller ran. Ja, gut. Oh, hier, total locker, ey. Steuersatz kaputt, ist doof. Ist das? Was siehst du? Na, fühl mal. Komm jetzt mal drin. Das ist indiziert. Ja. Läuft denn nicht mehr. Jetzt muss man den so einstellen. Also muss man natürlich nicht, ist ja nicht auf. Ja, aber normalerweise in anderen Fahrradladen kriegst du das auf den Zettel geschrieben. Ja. Da steht dann Preis dahinter, Steuersatz heute 16 Euro, 17 Euro, 18 Euro. Okay. Hier halt nicht. Ach ja, Gott. Jetzt spürt man es kaum. Aber du bist, hätte ich da kaputt. Sagst du ihn mit der Hacke oder? Ihm sag ich nicht. Ich würde sagen. Aber der wird es nicht machen. Also die Kundschaft kann man schon einschätzen. Hat einer schon gesagt, dass die Gegend nicht dieser Bänke schade. Der wird immer mehr. Schaltwerk verbogen. Naja, so ist das. Jetzt sind dann die Kleinigkeiten, die man so nebenbei macht. Ja, Anschlag einstellen, damit er nicht morgen kommt mit dem abgerissenen ein Ausfall. Schalter hoch. Da war gerade hier das Prachtbeispiel hier. Die Helina habe hier ist. It. Hammer. Hab ich noch nie gesehen, gestern auseinandergebaut. Komplett durch. Gestern auseinandergebaut kurz. Weiß ich nicht. Also die irgendwelche Zahnräder verhacken denn. Verkannten. So, jetzt zieht er nicht weiter drin. Jetzt kann er nicht in den Speichen kommen hier, falls er mal zu viel drückt, oder? Ja. Weißt du? Kann nicht passieren. Eine 8 ist auch drin, die wollte ich jetzt auch nicht holen. Gleich vorher geguckt, da liegt eine 8 auch drin. Ich nehme mal so deine Videos durchgezoomt und dann hast du mal gezeigt, wie das liegt. Ach, scheiße. Das kann es doch nicht sein. Dass Scheiße, Mann, ey. Ja, es ist halt gratis, weißt du? Das ist immer so Zeiterkenner. Das ist jetzt auch nicht richtig zentrieren, sondern das ist jetzt natürlich einfach nur so. Warum wäre das jetzt nicht richtig? Normalerweise rausnehmen, den Zentrierständer. Abheben. Aber hier ist schon ewig keiner mehr dran gewesen an dem Ding. Läuft, die steht nicht in der Mitte, die Bremse, das kann man auch noch kurz einstellen. Mit der Leere hier. Oh nee, kann man nicht. Da fehlt was zum Einstellen. Das ist hin. Bremse mal neu machen. Ja, die Seite zieht ja eigentlich. Ja, annehmbar. Ja.
Hast du jetzt alles? So wie in den Videos. Hast du gesehen, hat einen Schlüssel genommen. Geht los. Naja, aber los ist das weg. Weißt du warum? Einer hier kommt. Ja, ja. Schön genug, was? Sehr schön genug. Hi. Hey, please. Das ist ja das Gleiche. Vielen Dank. Ja, danke euch. Für die Unterstützung. Ach Mensch, da hatte ich heute seit langem mal wieder einen Fanbesuch. Ja. Da war hier der Ronny aus Potsdam. Grüße an Ronny. Schön, dass er da war. Das war wieder toll. Ja, auch mal die andere Seite kennenzulernen. Das ist ja immer, glaubt man ja nicht, ihr kennt uns. Wir kennen euch nicht. Nur ganz wenige. Ja. Traut euch einfach vorbei. Er hat es auch gemacht, auch wenn es der zweite Anlauf war, hast du ja verraten. Ne? Aber ich weiß es nicht. Überhaupt nicht. Hier ist ohne gefaked oder so, hier ist alles so wie es scheint. Wenn er jetzt angekommen wäre, hier wäre draußen so ein Studio-Team gewesen und so mit Maske und dies, das, jenes und so, ganz toll, ganz groß. Das wäre eher enttäuschend, aber nee, er kommt an und hier ist nichts außer der Tommy. Und Marlies, die kam dann auch noch runter. Ja, war da toll, war super. So, machen wir mal hier schnell Ditter, dann habe ich draußen einen Bremszug noch stehen. Der muss mal gemacht werden. Auch wieder nichts Interessantes heute. So richtig doll und drall und aber gestern war ja auch toll. Gestern war ja gut. Ich hoffe, der Block ist jetzt bald hochgeladen. Gestern war ja schon der Ankauf gut. Gut, haben wir. Next. Na gut, dann hol ich mal den Bremszugwechsel drin. Mal schauen wir mal, was da improvisiert wurde. Kommt mal mit, zeige euch. So, der Herr kam an und meinte, sein Bremszug funktioniert nicht mehr richtig. Gut, der ist zum einen hier ausgehangen, zum anderen weiß ich nicht, ob er jemals funktioniert hat, weil hier fehlt ja die Anschlaghülse hier, ne? Dazwischen fehlt was. Das geht ja nicht. Und auf der anderen Seite sieht der Zug, ach Mensch, da sieht der Zug nämlich so aus. Also weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Wie soll denn das jemals funktioniert haben? Und dann da durchgewiesen sein? Klappt doch alles nicht, so alles Spinnefax. Das Teil gehört meines Erachtens nicht zu dieser Bremse. Also um das zu reparieren hier, benötigen wir erstmal hier eine Quetschschraube, ja, wo man die Kabel durchführt und zudreht und dann bleibt es hängen. Das haben wir da. Ah. Frankie ist wieder da. Moin Frankie! Ach, da unten im Keller. Kühl gelagert. Kühl gelagert! Hält sich besser. Ach so. So, gut, das war nebenbei. Das war der Nachbar. Dann hier. Den biegen wir jetzt auf. Da kommt jetzt der Gegenhalter rein. Zack. Da, jetzt passt die Anschlaghülse. So sieht die aus. Das ist wichtig. Die brauchen wir. Dann brauchen wir einen Zug. Den haben wir hier. Da rein. Das ist noch zu eng. Schaut mal. Das ist noch zu eng. Dahin. Jetzt die Anschlaghülse hier, zack, rauf und da wieder reinstecken und dann brauchen wir Zughülle.
Die Schraube hier unten habe ich schon reingedreht, diese Quetschschraube, Klemmschraube. Ja, und zwar unter dem Loch von dem Zug hier oben, Zuganschlag hier. Gerade darunter. Also, genau hier drunter. Weil manche bauen den genau andersrum, die Schraube, aber dann läuft dieser Zug schräg hier. Schaut mal, so läuft er relativ gerade, ne? Wisst ihr, was ich meine? Als wenn die hier vor, als wenn die hier vorne auf der anderen Seite ankommt, da. Werdet ihr gleich sehen. So. Beide offen. Anschlaghülse brauchen wir hier nicht und brauchen wir auch da nicht. Genau. Jetzt federn wir den Zug ein. Fädeln den hier durch und dann eben hier durch diese. Yay. Und so läuft der Bogen doch schön. Schaut mal. Jetzt wird nur noch vorgespannt. Dann nehme ich mit zwei Fingern hier, ziehe ich oder drücke ich das zusammen und kann dann hier. Wunderbar. Ach, der Schlüssel festschrauben. So, also nochmal. Spannen. Dann halten. Das ist mein Haltegriff hier. Unten klemme ich den Zug unter den Daumen da. Da klemmt der Zug. Ja. Na, dann schraube ich das fest. Schön Bocke. So, und fertig. Fertig sind wir. Das Leckerband hat mich auch genervt. Das habe ich jetzt hochgleich gemacht. Gehen wir auf den Sack. Jetzt ist es gut. Perfekt. So kannst du mal fliegen überall. Wahnsinn. Hi, liebe Leute. So, ich produziere mal ein kleines Video zwischendurch. Und zwar bauen wir auf ein Neurad. Nichts Besonderes, offensichtlich ein Farbkonzeptrad oder so, hat sich die Firma hier gedacht, irgendwie spanische Firma, sagen sie, Couleur 1960, Classic Style, ja, es ist zwar der Classic Style, aber es ist leider auch vom billigsten das billige. Als erstes montieren wir mal die Sattelstütze. Also das Video mache ich jetzt mal zwischendurch oder so. Ja, das wird so extra mal ausgestrahlt, denn irgendwann das Einzige mit der Sattelstütze fängt es an. Wenn man dann so eine Toleranzen hat, dann ist einfach zu viel.
25,4 sollte sie sein. Steht drauf. 25,4. Jetzt messen wir mal, ob die auch 25,4 hat. Wahrscheinlich hat die 25,4, aber das Rohr ist für 26 denn. Immerhin. Toleranz ist okay. Aber das Rohr. Das Rohr 26,2. Ob man das reingequetscht kriegt, weiß ich nicht, weil das ist ja ein einfacher Stahlrahmen. Werden wir jetzt einfach mal sehen, ob wir das hier so. Fast 1 mm Luft. Gucken wir mal. Es ist nun mal so, viele Räder, die über das Internet geordert werden, sind nun mal nicht sehr maßhaltig, nicht sehr hochqualitativ. Einfachste Geschichten. Jo. Nun könnte ich aber endlos drehen, ihr könnt es auch hier zusammenkneifen, richtig, also es hält. Ist aber natürlich nicht zu empfehlen, das zu machen. Und sag ich mal ein. Muss sogar noch mehr machen. Hallo. Was soll das sein? Okay. Hallo, ich möchte dich fragen. Gut. Also als erstes baue ich meinen Sattel an. Der ist hier falsch zusammenmontiert worden, der Klum. Hallo. Hallo. Auch von einer Dame, die eben dachte, das macht sie mal schnell alleine, aber dann war es ihr doch nichts. Da fehlt nämlich hier ein Teil. Wahrscheinlich, weil es so schwer ist, das Teil einzusetzen, hat sie gesagt, nee, doch nicht. Machen wir nicht. Bei solchen Rädern sollte man oben anfangen und unten aufhören, dann mit dem Montieren. Ich hatte so Angst, das zu So rum sitzt der Kloben auf. Da oben gibt es eine Begrenzung, einen Anschlag, dass er nicht weiter runterrutscht. Aber so weit muss er auch. Das ist ein Minimum und ein Maximum.
So, das ist jetzt der schwerste Schritt hier. So ansetzen und dann so einklappen. Ja? Und so ist jetzt für normal. Zack. Ja? Wenn ihr den aber, wie gesagt, weiter vorne haben wollt, den Sattel, müsst ihr einfach den Klon umdrehen, so wie ich es gerade hatte. Setzen. Und mit dem 14er ist jetzt in dem Fall hier festschrauben. Ja. Ciao! Ciao. Oh, so! Ciao, Raffi! Ah, ja! Ach, Tony. Meine Fresse. Ja. Weil ja, das neu aussieht, deswegen. Das ist ein Neuaufbau. Also Neuaufbau ist eine Endmontage. Ah, ist richtig doch. Na, sowas würde ich jetzt hier nicht haben. In meinem Programm. Weil qualitativ ist der nicht so doll. Ja, die Narbe sieht nicht so doll aus. Schraubkranz. Das ist Turny. Halt. Turny. Turny upside down. Ja. Up and down, hallo. Ja, es ist günstig. Ne? War halt so ein Internetkauf. Sie kommt aus Spanien und dachte sich, wenn sie ein Bike aus Spanien holt, ist das auch gut. Übrigens, ja. Ich soll dir zu der Saxonette was ausrichten. Ja, bitte. Was denn? Entweder nichts oder einmal alles. Wie nichts oder einmal alles? Was soll einmal alles? Was soll das heißen? Das soll heißen, bei dem Bock funktioniert nichts mehr an dem Motor. Aha. Er hat absolut keine Kompression, er saugt nicht an, er zündet nicht. Ja. Also einmal komplett aufmachen und alles säubern. So war es ja angedacht. Gut, kann ich Montag Bescheid sagen. Also das ist aber, ja, das war ja schon klar. Also das Ding, wie gesagt, steht seit 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren, das sieht man ja nicht. Kann es sein, dass der Lenker nicht richtig gerade ist? Also so mittig? Nee, das mache ich. Achso. Ich habe noch nichts gemacht. Die hat jetzt selber so gebaut. Achso. Und dann hat sie irgendwann kam sie nicht weiter und dann kam sie her, Gott sei Dank. Ja, besser ist es. Ja, ich sag, ja, das müssen wir zu tun, ne? Ständer. Wie gesagt, bei dem Rad vorne anfangen, hinten aufhören. Ja. Ich dachte, es ging darum, dass die sich mal eine Saxonette angucken, auch da die Lehrlinge oder so. Also ja. Es ging nicht darum, um den von außen zu sehen, anzugucken und ja, schön und wieder mitnehmen. Wie gesagt, für mich ist das jetzt gut. Egal, was die damit machen. Ob da die lernen was, die Bengels. Ja, was denn? Ja. Dafür ja, ist es da. Zeig an. Dafür ist es, für nichts anderes. Wenn er den Ehrgeiz nicht hat, das zu machen, also da der Werkstattmeister, dann muss das der entscheiden. Dann muss er es sein lassen. Wenn er keinen Bock drauf hat, dann soll er gleich sagen, wenn er keinen Bock, dann holt er ab.
Arbeit ist nicht hier euch Arbeit aufdrücken, sondern das ist einfach nur. Ja. Burning. Jetzt mache ich mich selber. Das ist nämlich nicht große da in dem Gläser. Nee, nicht wirklich. Das ist dieser kleine Pissmotor. Bestimmt hier so einer von rum. Du hast das abgeschliffen und hast das eckig gemacht. Ja, so was ähnliches hatte ich heute auch vor. Ja, ich glaube, das kannst du gleich mal ausprobieren, ob der. Ja, hält. Auch gleich tun. Ich habe den ordentlich festgezogen. Dann bin ich mit der Hakenzange hin mit dem Sitz und schwupp. Das. Und das ist fest. Da setze ich hier auch diese Ausfallsicherung hier ein und dann festdrehen. Gleich auf der anderen Seite. Da ist nämlich keine drin. Die sitzt da drunter. Von dem reden ja alle. Davon reden sie doch alle. Bremse nachziehen. Bremse. Davon reden sie doch alle. Davon reden sie doch alle. Der Andi wieder bekloppt, der denkt, ich kenne den nicht. D.A. Der Andi. Ich habe mich gerade vorhin gefragt. Schon zum vierten Mal in diesem Sommer. Ey. Kannst halt nicht Fahrrad fahren. Ne? Oder fährst deine eigenen Räder? Nee, das Problem ist, ja, ich fahre erstens meine eigenen Räder und zweitens. Ja, das ist das Problem. Es schleift. Man muss erstmal eine Seite schleifen. Das Problem sind beim Rennrad die Bremsen. Der Weg ist so weit bis zu Bremsen. Der Weg ist so weit. Ich habe keine Zeit. Wie läuft's? Oh, geht so. Geht so. Könnte ja besser laufen. Ne? Es geht mir gut, ich meine, es könnte, weiß Gott, schlimmer sein. Der Sensemann kommt immer näher. Der Sensemann holt auf. Ja. Hast du hier noch eine Schnupftablette oder was? Ja, ach, ich bin eine Allergie. Ein bisschen. Allergie gegen Fahrradlehnen oder wie? Oder was? Ja, hast du Hunger? Ja klar. Will ich was bringen? Ha! Was denn? Was gibt's denn? Also nix. Wie Wagner gibt's? Ja, Kopfhörer gibt's sicher nicht. Was? Ja, muss ich sagen, dann bring ich's dir. Wo ist dein Meister? Der Meister ist auf dem Hof, macht Beton. Beton? Ja, ja. Der letzte Kunde, der nicht bezahlt hat, der wird dann gerade helfen untergehen. Na, sag mal, du glaubst doch nicht, dass das hier so läuft. Nee, hier gibt es kein Larifari. Keine Atempause-Geschichte wird gemacht. Es gibt Beton. Kundschaft hast du da. Kundschaft auch noch? Ja. Zumindest. Moin. Na gut. Internet festschrauben.
gut. Unbedingt die Tretlagerschrauben überprüfen, ob die fest. Boah, das ist top. Zum ersten Mal. Hallo. Hey. Und die Family ist wieder da. So, so. Perfekt. Pedal dran. Ja. Ich komme gleich. Das ist fest. Das ist fest. Das ist fest. Ja, und das war's. Das war die Montage. Ja, raus damit, dann gucken wir mal, was los ist draußen. Yay! Wieder da. Wieder ein Eis? Ein Arm. Also so ein bisschen. Der arme Elch. In der Eisladen ist seine Kühltruhe kaputt. Neu gekauft. 7000 Euro hat er bezahlt. Jetzt kommt keiner. Er erreicht keinen dort, wo er es bestellt hat. Wegen Corona haben sie gerade keine Mitarbeiter, die sie vorbeischicken können. Er hatte schon eine Woche Schließung, bei den Temperaturen im Eisladen. Scheiße, ne? Ha! Jetzt hat er sich eine Ersatzfuhr besorgt, hat es selber gekauft. Damit er ein bisschen. Ja, eine Stammkundin war gerade hier bei mir. Und zwar hat sie einen Platten gehabt in Hohenschönhausen. Und da war sie jetzt gerade bei der Reparatur. Und leider hat er nicht genug Geld bei. Und bei euch Jungs, falls ihr das auch seht, euch noch einen Reifen abzukaufen, abzushoppen. Jetzt lässt ihr das bei mir machen hier, den Reifen umbauen nochmal. €23 und Schlauchwechsel in Hohenschönhausen. Ja, ist nicht überall so billig wie hier. Sie haben mir zu Recht empfohlen, hier diese Decke mal tauschen zu lassen, weil die ist komplett abgefahren. Also die ist wirklich jetzt mal abgefahren. Da steckt doch schon viel drin. Sollte man machen. Habt ihr recht, Jungs? Na, hättet ihr da wenigstens einen Markenschlauch nehmen können, wa? Fahrt. Um 18.30 Uhr schon. Was willst du nicht essen? Ich dachte mir, das noch lange hin, bis du nach Hause kommst. Ja, ist noch ein Stück. Stimmt. Ja, ist ja nett. Ja, und dadurch, dass du ja auch nicht mehr gegessen hast. Ne, ich hab so ein paar Salzbrezeln. Ja, wie immer. So kurz hier. Moment. Ganz kurz. Ich hab's gehört. Ja? Ja, Mona, du hattest Angst, dass ich verstehe. Hallo!
Ja, bitte? Das ist der einzige Nachteil, das war, man sieht immer aus wie eine Sau. Ja. Eingepulvert. Ja, man kann nichts dagegen machen, man. Das geht einfach nicht. Zementstauballergie, wisst ihr? Nee, ich nicht. Ja, nee, ja, klar. Aber wer hat? Na, viel Spaß. Oh, Scheiße, ey. Mann, ey, kauft nicht so billige Räder, ey. Warum sind die Räder so billig, Bestaller? Ja, weil sie nur Scheiße verkaufen. Also, weil die armen Monteure davon 32 Stück am Tag montieren müssen. In 8 Stunden. Jetzt sag mir mal, wie man in 8 Stunden 32 so eine Fahrräder vernünftig zusammenbauen soll. Ich habe heute der Kundin erklärt, warum das Rad so billig war. Wenn sie sich jetzt schon aufregt, dass jetzt schon die Bremsbeläge runter sind, der Bremszug nicht mehr funktioniert, im April hat sie das Rad gekauft. Das war wahrscheinlich am 1. April, wa? Ja. Hansi, Hanni, witzig. Ja. So ein Tellersuppe denn? Aber gern doch. Das war meine erste, Leute. Ich habe heute Morgen ein Müsli gegessen und das war's. Cool, ja, lass dir Zeit. Morgen. Moin. Panka? Ja. Ich hatte heute Morgen ein Brötchen, ein halbes Brötchen mit Käse und ein halbes Brötchen mit Mett, dazu ein Ei und ein Joghurt. Zum Mittag gab es Spinat, Spiegeleier und Kartoffeln. Schön. Deswegen bin ich halt auch hier an in der Wiener. Ja. Man spart sich das Kochen. Und billiger kochen kann man selber nicht machen. Ich meine, die Portion hat 2,20 gekostet. Hm, eine Kantine. Ja, und schmeckt echt gut. Brötchen kosten 40 Cent, das Ei 20 Cent, das Joghurt 40 Cent. Das Selbstkostenpreis. Ja. Also günstiger kann man nicht mehr kochen. Also nicht mal, wenn man selber macht. Tja, dann ist jetzt gleich Feierabend, ne? Wir packen zusammen und das war's. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, ja, mal gucken. Auch mal die Felgen. Ich muss erstmal Lochzahl. Felgenringe. Keramikfelgen? Nein, nein. Nicht? Alu? Andra 40, irgendwie so urschweinestabile. Ich meine, meine Tochter wiegt ja nicht. Wenn die, die Dinger kaputt fährt, nee. Ja, aber nagelneue Tune, Laufradsatz, Sitzen, uralte Union-Pedalen. Das ist ja nicht mehr rum, wenn du hier sagst. Ja, macht aber Spaß, der Bock. Ja, sieht so aus, ne? Fährt sich wahrscheinlich auch so. Ja. Aber meine Sattelstütze war auch echt preisgünstig. 90 Euro für 145 Gramm. Das ist bei Tim Edeka. Darfst du ein bisschen mehr sein, wenn ich frage? Nee, weniger! Ich bin leicht baufreak! Wie weniger? Wir haben ja gesagt, 145 Gramm. Nee. Weniger. Also wenn ich alles zusammenrechne und auch alles stimmt, was die da an Gewichtsangaben gemacht haben, dann komme ich auf 8,9 Kilo und hätte mein Ziel erreicht. Abnehmen. Im Sommer. Das ist schwerer als du. Ja.
Jetzt musst du links und rechts so kleine, von der Mirage, so kleine Tragflächen. Und dann hebst du ab. Mein Schlafrockdetektor. Willst du eine Kuhle an den Beinen, das kann ich ja an den Tennisarm tragen. Ach, jetzt kommt Pila ja wieder. Och, der ist Pila da unten. Ja, wa?